wann ich das erste Mal an Suizid gedacht habe, das war 2008. Da gab es eine sehr schlimme Phase bei mir. Der Auslöser war ein Mobbing, eine Mobbinggeschichte damals. Und ich bin nach 2 Jahren Mobbing seelisch und körperlich zusammengebrochen. Du denkst ununterbrochen daran, wie scheiße dein Leben läuft, über ganz viele Zukunftsängste, die du hast, Hoffnungslosigkeit, du fühlst dich wertlos, lieblos, niemand liebt dich, niemand braucht dich, dein Selbstbewusstsein ist total im Keller. Du siehst alles nur noch grau um dich herum, obwohl es überall bunt ist, du siehst es aber nicht. Du empfindest nichts mehr. Du kannst dich über nichts mehr freuen. Das, was dir bisher Spaß gemacht hat, ist plötzlich ganz weit weg. Die Suizidgedanken wurden ein paar Jahre später viel konkreter. Das war Valentinstag 2012. Ich hatte ja die Diagnose Depression und die wurde immer schlimmer. Ich war auch nicht in der Therapie. Ich dachte, ich schaffe das alleine. Und dazu kamen noch negative Erlebnisse wie finanzielle Probleme und Beziehungsstress. Und ich hatte eine Fehlgeburt. Und kurz eine Woche nach der Fehlgeburt hat mich mein damaliger Partner verlassen. Und das war Valentinstag 2012. Das war für mich so schlimm und einfach zu viel, dass ich in dem Moment, als mein Ex-Partner aus der Tür raus ist, nur noch in einem Tunnel war und dann ganz konkret gesagt habe, jetzt ist Schluss, jetzt schaffe ich es nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und ich bin dann zum Kühlschrank, habe Wein rausgeholt, habe Wein getrunken, bin ins Badezimmer, habe das Schränkchen aufgemacht, Schlaftabletten rausgeholt, die ich damals drin hatte und habe angefangen, Tabletten zu schlucken. Also für mich gab es da gar keinen anderen Weg. Es war ganz klar, dass ich das jetzt tue. Das ist eher ruhig, also und auch voller Klarheit. Also weil du in dem Moment weißt, was du zu tun hast, so, ne? Und du siehst nur dieses eine Ziel. Ich muss jetzt irgendwie weg von hier. Und es war jetzt nicht in der Hektik oder in einer Art Panik oder so, sondern es war wirklich ganz bewusst. Ich bin dann, dadurch, dass ich viel Alkohol getrunken habe in Kombination, dann wirklich auf allen Vieren durch meine Wohnung gekrochen und bin letztendlich in der Küche gelandet, auf dem Fußboden und hatte mein Handy da liegen und in dem Moment klingelte mein Handy und ich bekam eine SMS von meinem besten Freund Robert, der einfach nur wissen wollte, wie es mir geht. So, ne? Und er hat dann geschrieben, was machst du gerade? Und in dem Moment konnte ich zum Glück noch reagieren und antworten, also zurücktippen und habe dann zurückgeschrieben, ich bringe mich gerade um. Telefonieren konnte ich nicht, vorbeikommen konnte er auch nicht, weil er damals 500 Kilometer von mir weiter weg wohnte. Und dann hat er angefangen, hat dann zurückgeschrieben und hat per SMS mich davon abgelenkt, indem er einfach nur mir Fragen gestellt hat, warum ich gerade so denke, was ich fühle, warum es jetzt für mich der einzige Ausweg ist und so. Und ich habe mich Gott sei Dank auch darauf eingelassen und habe mit ihm stundenlang SMS geschrieben und von meinen Gefühlen erzählt. Und das war das Richtigste, was mir passieren konnte, ja? Dass ich darüber rede, warum ich gerade so denke. Einen Tag später war es halt so, dass ich da wieder aufgewacht bin und mir einiges klar wurde. Und mir wurde auch klar, dass ich das gar nicht war in dem Moment. Und dass ich das nicht nochmal erleben möchte. Und da wurde mir auch klar, dass ich das nicht mehr alleine schaffe, sondern professionelle medizinische Hilfe brauche, die ich dann auch bekommen habe.
Aber diese Suizidgedanken kamen trotzdem immer mal wieder. Und die gibt es auch heute noch. Also wenn es mir schlecht geht, wenn ich eine schlechte Phase habe, wenn irgendwas passiert, es kann irgendwas Banales sein. Weiß ich nicht, also so Streit mit den Freunden oder so, ja. Dann kann es schon mal vorkommen. Also dass ich dann in dem Moment so wieder so in einem Tunnel bin und denke, es gibt gar keine andere Lösung. Ich muss hier weg, ich halte das hier nicht mehr aus. So. Ich versuche das eher ins Positive zu ziehen und zu sagen, okay, du hast jetzt gerade mal eine Scheißphase und okay, du denkst darüber nach, aber du weißt ganz genau, es wird wieder besser. Also in ein paar Tagen ist es wieder besser und dann liebst du das Leben. Und daran ziehe ich mich halt hoch.